Hallo Freunde, Zuschauer. Wir haben Sonntag, es werden wieder lustige, sinnlose Videos projektiert, meine ich jetzt mal. Angefertigt, mühlen wir das Internet zu. Und zwar diesmal wieder mal bei Hobbys angelangt, die sich so ewig vor sich hingeschoben werden, die irgendwann hoffentlich mal was werden. Und zwar zeige ich mal kurz hier. Was habe ich hier Schönes? Es geht einfach bloß darum, Modellbau. Was habe ich hier verkleistert? Man sieht's. Freunde der Nacht. Geht darum. Militärmodellbau 1:35. Wie man unschwer erkennen kann, ist das so ein Stück Mauerrest, Mauerecke, was auch immer. Ich habe hier schon mal angefangen. Ich wollte bloß noch mal kurz vorzeigen, um was es überhaupt geht. Das Ding ist Plastik. Schon mal so leicht bisschen angrundiert, ist alles nicht fertig. Natürlich werden die Fenster hier nochmal versäubert, mal kurz mit was scharfkantigen reingedrückt, dann platzt die Schmatze wieder ab, die man da reingespachtelt hat. Ich würde es einfach mal ganz kurz zeigen. So, das ist so eine Ruine für 1:35 Militärmodellbau. Das sind Plasteteile. Auf der einen Seite mit Struktur, Mauersteine etc. Auf der anderen Seite einfach nur hohl. Sieht natürlich nicht gut aus. Was macht man? Man nimmt einfach Spachtelmasse. Gips oder ähnliches. Wahrscheinlich wäre Gips gar nicht mal so schlecht, weil Gips hat ja die Eigenschaft, dass es sehr schnell fest wird. Ich habe hier eine Maler-Fertigspachtelmasse benutzt, die bei der Schichtige sehr lange braucht. Das ist aber auch logisch. Das Zeug ist einfach normalerweise bloß sogenannter Wandfüller, den man in dünneren Schichtigen oft trägt. Naja, ich wollte einfach bloß jetzt mal kurz zeigen. Auch das war eine Spende, hat mich nichts gekostet, ist auch schon eine Weile alt. Jetzt führen wir das mal ganz kurz vor. Man kann das ja so nicht auf dem Diorama präsentieren, wenn die Rückseite dieses Gebäudes hohl ist, in dem Sinne, nur eine Halbschale. Deswegen habe ich hier das Mauerwerk aufgefüttert. Dann nimmt man sich so ein bisschen Schmatze hier aus dem Eimerchen raus, zack. Wird genussvoll aufgetragen, ordentlich Nutella aufs Brot. Und dann trägst du das hier in mehreren Schichten auf. Das ist, wie gesagt, der Sorte Spachtelmasse geschuldet, dass man hier jetzt dreimal auftragen muss. Aber ich sage ja immer, geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Bloß um das mal ganz kurz zu präsentieren. Man kann eben mit dem, was man zu Hause findet, kostengünstig was zurechtbasteln. Ich muss jetzt mal ganz streng überlegen, wo habe ich das her? Diese Hausruine, das ist, glaube ich, vom Polenmarkt. Da gab es früher so ein, hier in, ich würde sagen, das war Bad Muskau, da war auf dem Polenmarkt nicht bloß Zigaretten und anderes, nee, da gab es auch mal so ein Spielzeughändler, billigen chinesischen Spielzeug etc., aber da standen eben auch so ein paar Bausätze rum. Unter anderem fällt mir gerade ein, ich habe seit 20 Jahren davon noch übrig, einen dreiviertel fertigen Bausatz der Yamato, wem das was sagt, in einen sehr großen Maßstab. Dieser Bausatz, der hat mich damals höchstens 20 Mark gekostet. Jetzt kann jeder mal nachgucken. Yamato gibt es von Tamiya. Jenseits von Gut und Böse im Preis. Dazu habe ich mir dann noch so ein paar Ätzteile besorgt. Die gab es im Laden. Damals, heute würde man ja im Internet recherchieren. So, der Rest wird geschliffen. Einfach ein bisschen aufgetragen. Jetzt habe ich alles verfüllt. Man sieht es hier in der Mitte, das ist noch die Trennlinie von diesen diversen Plasteteilen. Aber die Mauer war eben nicht massiv, sondern hohl. Und jetzt habe ich hier zum dritten Mal Schmatze aufgetragen. Jetzt gefällt mir das eigentlich schon ganz gut hier. Der Rest wird, wie gesagt, was übersteht, wird dann abgekratzt. Und dann will ich ein bisschen Mauerstruktur da wieder reinbringen. Alles einfach nur freihand. Und dann kann man das als Gebäude anbieten, sage ich mal so. Indem man da auch eine, wie sagt man dazu, Mauerstärke imitiert, also nicht hohl. Ja, das wollte ich bloß zeigen. Hier mit billigen Wandfüller, dann lässt man das Ganze trocknen und dann ist alles gut. No. Da hinten befindet sich, zeigen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal, in der hinteren Vitrine
befinden sich so, wie sagt man dazu, Bollwerke gegen Panzer. Und die habe ich auch so mit der Methode zurechtgebastelt. Habe ich aber in einem alten Video, glaube ich, schon mal gezeigt. Jo, das war jetzt bloß mal ein ganz kurzes Review dazu. Tutorial, wie auch immer, dass man mit einfachen Sachen, wie gesagt, das hat nicht viel Geld gekostet vom Polenmarkt. Und naja, man saut sich halt ein bisschen voll. Man lässt es jetzt nochmal trocknen, schichtige, jenseits von Gut und Böse. Das war nach anderthalb Tagen noch weich. Trocknen, ein bisschen beischleifen und dann ein bisschen Fugen reingravieren, ist so mein Plan. Dann schön bemalen. Ja, und dann ist das eine schöne Ruine. Dazu sind die Fahrzeuge schon vorbereitet. Was ich damit präsentieren wollte, können wir ja auch ganz kurz mal zeigen. So. Soll ich kurz machen? Nö. Okay. Alles hier kann man ja kurz mal ranzoomen. Das wäre so ein Modell, was damit dazugehört. Oh, man sieht aber nicht viel. Ich kann auch. Mhm. No, da sieht man mal, das ist schön relativ bemalt. Noch nicht alles richtig gealtert. Aber trotzdem denke ich mal ganz kurz gelungen. Ist ein ziemlich alter Bausatz, auch kostenneutral, weil der ist schon ein paar Jahre alt. Lümmelte bei mir herum und wird jetzt endlich mal der Bestimmung zugeführt. Und irgendwie soll das dann hier vorne in der Vitrine dann mit integriert werden. Das Diorama wird dann vollendet. Und die Vitrine ist einfach bloß ein Aquarium, ein altes, was ich muss es zugeben, vom Sperrmüll bekommen habe. Kostenneutral. Ja, man muss sich eben zu helfen wissen. Und dann kann man auch günstig mit seinem Hobby ein bisschen was arbeiten. So, das war's. Ich räume jetzt ein bisschen auf. Tschüss, Freunde.